In Berlin-Zehlendorf macht sich Torben Klose auf die Suche nach seiner Jugendliebe Janine Schick. Die beiden haben sich vor 13 Jahren in ihrem Heimatort Mittenwalde das letzte Mal gesehen. Torbens wilde Jugend als Kleinkrimineller hat die Beziehung zerstört. Trotz der vielen vergangenen Jahre hat der 30-Jährige seine Ex-Freundin nicht vergessen und möchte sich bei ihr entschuldigen. Oh, hallo. Hallo. Ich suche Janine Schink. Wohnt die hier? Ja, Janine ist meine Mama. Sie hieß früher Schink, jetzt heißt sie Alas. Aber sie ist nicht da. Oh, so ein Pech. Ich bin Torben, alter Freund aus Mittenwalde. Und wüsstest du, wo ich sie finden könnte jetzt? Ja, sie arbeitet gerade im Blumenladen. Der ist auch gleich die Straße runter. Ah, perfekt. Okay, dann versuch's da mal. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, hallo, ich bin Torben, alter Freund aus Mittenwalde. Und hallo. Ja, hi. Ich habe die Adresse im Internet gefunden und wollte einfach mal Hallo sagen. Lene, ich glaube, du musst los. Sonst kommst du zu spät zum Gitarrenunterricht. Okay, tschüss. Ciao. Sehr nett, die Kleine. Was wird das? Was soll das hier? Wie, was wird das? Ich habe mir noch gesagt, ich wollte einfach mit Janine über alte Zeiten reden. Ich weiß ganz genau, wer Sie sind. Janine hat mir von ihrer Jugendzeit erzählt. Und damals haben Sie meiner Frau verdammt wehgetan. Das stimmt schon. Ist aber alles sehr lange her und ich habe mich geändert. Ich wollte die Chance nutzen, mich hier aufrichtig zu entschuldigen. Und da wird Janine aber kein Interesse dran haben. Sag mal, hören Sie mal, das wird sie ja wohl selber entscheiden. Sparen Sie sich die Mühen. Ich weiß ganz genau, wie Janine zu Ihnen steht. Also lassen Sie meine Familie in Ruhe. Was war denn mit denen jetzt auf einmal los? Das ist doch schon so lange her, dass der wirklich noch eifersüchtig ist. Aber ich will auf jeden Fall mit Janine persönlich reden. Echt Wahnsinn, dass sie schon verheiratet ist und ein großes Kind hat. Torben lässt sich von Janines Ehemann Bernd nicht abwimmeln. Nur wenige Minuten später erreicht er den Blumenladen, in dem seine Ex-Freundin arbeitet. Doch die 30-Jährige scheint Torben nicht wiederzuerkennen. So, was kann ich für Sie tun? Erkennst du mich gar nicht? Torben, du hattest früher langes Haar und kein Bart. Ich hab dich jetzt echt nicht erkannt. Ja, ist alles schon sehr lange her und ich dachte, eine kleine Veränderung tut mir ganz gut. Und ich wohne jetzt übrigens auch in Berlin, aber ja, mal was anderes. Schönen Blumenladen hast du hier, gefällt ja, mir gut. Ja, danke schön. Ich hab jetzt auch eigentlich zu tun. Hör mal. Ich weiß, es ist wirklich viel passiert und ich wollte die Chance nutzen, um mich einfach mal mit dir in Ruhe zu unterhalten. Ist jetzt bestimmt erstmal alles komisch für dich, aber... Ja, allerdings. Und du, ich habe eigentlich auch damit abgeschlossen mit der Zeit. Ja, kann ich auch alles sehr gut nachvollziehen. Ich war damals echt neben der Spur, aber ich wollte mich trotzdem mal richtig bei dir entschuldigen. Ich war damals ein totaler Vollidiot und diese ganzen Saufereien und Schlägereien. Aber ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Und das alles nur wegen dir. Wegen mir? Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, dass du dich jemals von mir trennst. Und als es dann soweit war, wurde mir klar, dass ich mein Leben ändern muss. Endlich erwachsen werden und so. Du, das ist wirklich schön für dich, aber bevor du jetzt in mich Hoffnung machst, also ich bin verheiratet. Ich weiß. Ich will auch gar nichts kaputt machen. Glaub mir bitte. Warte mal, woher weißt du das? Ich war eben gerade bei dir zu Hause und habe deinen Mann kennengelernt und deine kleine Tochter. Die ist ja super süß, aber du hast ja auch relativ schnell wieder einen Mann kennengelernt, oder? Wie alt ist die Kleine überhaupt? Pass mal auf, meine Tochter hat dich gar nicht zu interessieren, ist das klar? Halt dich von ihr fern, von meiner ganzen Familie. Ganz ruhig, ich will mich doch einfach nur mit dir in Ruhe unterhalten. Ist doch alles gar kein Problem jetzt. Wie alt ist denn die Kleine? Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe einen Ballon gesehen, 12. Kann es sein, dass deine Tochter 12 Jahre... Lass mich in Ruhe. Janine, bitte, was soll denn das jetzt? Lass mich in Ruhe. Wann bist du aus Mittenwalde? Nein, ich habe keine Zeit... Geh bitte, okay? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Was ist denn mit Janine los? Die benimmt sich ja genauso komisch wie ihr Mann. Da ist doch irgendetwas faul. Und wenn ihre Tochter wirklich schon 12 Jahre alt ist, dann kann das ja bedeuten... Oh mein Gott. Ich muss noch mal genau gucken, wann Janine aus Mittenwalde los ist. Torben lässt der Gedanke, möglicherweise der Vater von Leni zu sein, nicht mehr los. Er will Gewissheit. Nachdem er erfolglos versucht hat, mit Janine über seine brisante Vermutung zu sprechen, sucht er am nächsten Tag Rat bei Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krovas. Okay, jetzt mal eins nach dem anderen, ganz langsam. Also Frau Alas, das ist jetzt Ihre Jugendfreundin, oder wer? Ja, genau. Also Janine und ich kamen ursprünglich aus Mittenwalde. Sorry, ich bin total aufgeregt. Ganz ruhig. Wir kamen ursprünglich aus Mittenwalde und waren in der Jugendzeit waren wir zusammen ein Paar. Ja. Ich hatte leider nur Scheiß im Kopf gehabt und deswegen ging es irgendwann auseinander. Okay, Scheiße im Kopf heißt irgendwelche kriminellen Machenschaften. Ja, genau. Okay, nehmen Sie doch erstmal Platz. Okay. Ich hatte dann mit meiner Gang viel gesoffen und wir hatten Prügeleien gemacht und ach, also Mist und auch mal ein paar Einbrüche, aber
Ich habe das nicht gecheckt und selbst als sie dann mir angedroht hat, dass sie mich dann verlassen hat, bin ich nicht klargekommen mit meinem Leben. Was sie letztendlich aber auch getan hat, oder? Ja, was sie dann auch leider getan hat, richtig. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen und seitdem an weiß ich auch, dass ich mich ändern muss und habe mich auch geändert. Und seitdem hatten Sie keinen Kontakt mehr zu ihr? Setzen Sie sich doch nicht los. Sorry. Ich bin ihr dann noch mal hinterher und wollte dann alles klären und vielleicht noch mal die Chance nutzen, dass sie zu mir zurückkommt. Aber sie hat mir so eine dermaßen Ansage gemacht, ich hatte keine Chance mehr. Und seitdem weiß ich, dass ich mein Leben ändern muss. Und seitdem habe ich auch mein Leben geändert. Okay. Aber sind Sie sich denn wirklich sicher, dass sie schon schwanger war, als sie nach Berlin gegangen ist? Na, gucken Sie mal. Also, als sie nach Berlin gegangen ist, war Janine 17 Jahre alt. Und die kleine Leni ist jetzt 12. Würde ja bedeuten, sie kam nach Berlin, hat irgendjemand kennengelernt und bups. So funktioniert es nicht. Ich muss der Vater sein. Na ja, gut, sagen wir mal so, theoretisch ist das alles möglich. Ja. Wenn Sie mir das genaue Geburtsdatum geben und wann Sie so ungefähr das letzte Mal sexuellen Kontakt mit Ihrer Ex-Freundin hatten, dann kann ich zumindest schon mal grob ausrechnen, ob Sie als leiblicher Vater überhaupt in Betracht kommen. Kann ich machen, aber Janine hat die ganze Zeit nicht mit mir darüber geredet. Sie redet auch jetzt nicht darüber und ich finde es schon komisch, dass sie mir das alles vorenthält. Sie will die Kleine wirklich regelrecht von mir verstecken und es ist nicht fair. Ich will jetzt wissen, ich will die Wahrheit wissen. Juristisch gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir bei Gericht einen Antrag stellen auf Feststellung der Vaterschaft. So. Aber nach dem, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, ist es ja wohl so, dass die Frau Ahlers den Herrn Ahlers geheiratet hat und Leni während diese Ehe schon bestand, geboren wurde. Das heißt, mit ziemlicher Sicherheit ist Herr Ahlers als Lenis Vater in der Geburtsurkunde eingetragen. Okay. Aber ich muss irgendwas machen, ganz ehrlich. Es ist meine Pflicht als Vater und es ist auch das Recht für Leni, dass sie endlich weiß, wer ihr richtiger Vater ist. Vielleicht ist es am Anfang jetzt erstmal schwer für sie, aber im Endeffekt wird es das Beste sein. Okay, aber bevor wir jetzt zu Gericht rennen, und dabei muss man auch bedenken, dass so ein gerichtliches Verfahren ja auch immer ein gewisses Risiko in sich birgt. Das heißt, wenn wir das Gerichtsverfahren verlieren sollten, dann sind wir genauso schlau wie vorher. Also könnten wir doch vielleicht versuchen, mit den Ahlers zu reden, ob die nicht zustimmen, dass wir außergerichtlich so ein Abstammungsgutachten einholen, um einfach Klarheit zu kriegen. Okay. Ja, ich glaube zwar nicht, dass Sie mit uns darüber reden würden, aber wir können meinetwegen sofort los, also gerne. Ich kann Herrn Klose natürlich verstehen, dass er der Vater für seine Tochter sein möchte. Aber jetzt die Wahrheit ans Licht zu bringen, birgt natürlich die Gefahr, dass das Kind komplett damit überfordert wird. Ich werde mich bemühen, dass das Ganze hier ohne großen Streit abgeht und die Parteien wirklich vernünftig mit der Problematik umgehen werden. Gleich im Anschluss unternimmt Torben mit Unterstützung seiner Anwältin einen weiteren Versuch, mit Janine über einen Vaterschaftstest zu reden. Silvia Beutler-Kovas kann die 30-Jährige und ihren Mann Bernd davon überzeugen, den Streit nicht vor der gesamten Nachbarschaft auszutragen und bekommt die Chance auf ein Gespräch. So, und was soll das Ganze jetzt hier? Frau Ahlers, das ist ja jetzt keine große Überraschung. Ja, der Herr Klose, der möchte ganz gerne geklärt haben, ob er Lenis biologischer Vater ist, wie er vermutet. Was ist das für eine Sauerei? Leni ist meine Tochter. Die Erklärung könnt ihr direkt vergessen. Was mischt dich überhaupt in unser Leben ein? Ich verstehe ja, dass Sie aufgebracht sind. Das ist bestimmt keine einfache Situation für alle. Und deswegen wollten wir vorschlagen, um das Ganze so ruhig und sachlich wie möglich zu halten, dass wir außergerichtlich ein Abstammungsgutachten einholen. Leni braucht ja gar nicht zu wissen, worum es geht. Nee, das könnt ihr total vergessen. Auf gar keinen Fall. Nee. Janine, glaub mir doch, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann hätte ich mich von Anfang an um die Kleine gekümmert. Aber ihr habt mir das ja vorenthalten. Das ist nicht fair. Lass uns das jetzt bitte so machen, ansonsten müssen wir vor Gericht gehen und es klären. Also glaub mir, reicht das jetzt. Bitte verschwinden Sie aus unserem Haus. Mir reicht das jetzt wirklich. Wir werden gehen, Herr Ahlers, aber ich halte das für die falsche Entscheidung, weil dann werden wir uns vor Gericht wiedersehen. Was denkt er sich eigentlich? Dass er hier nach 12 Jahren auftauchen und mein Leben umkrempeln kann? Also dieses Abstammungsgutachten kann er sich völlig aus dem Kopf schlagen. Ich habe außerdem viel zu viel Angst, was das mit meiner Familie anrichten würde. Eine Woche später hat Rechtsanwältin Silvia Beutler-Krovers den Antrag auf Vaterschaftsfeststellung für ihren Mandanten eingereicht. Richterin Ariane Hübner hat die zerstrittenen Parteien geladen, um über die Durchführung des DNA-Tests zu entscheiden. Herr Klose, Sie haben einen Eidesstatt versichert, dass Sie zur fraglichen Zeit geschlechtlich mit Frau Ahlers verkehrt haben, was diese im Übrigen auch nie bestritten hat.
Fakt ist aber, Leni ist ehelich geboren. Und somit ist Herr Ahlers Lenis rechtlicher Vater. Die beiden haben ein sehr enges sozialfamiliäres Verhältnis zueinander. Da ist eine Aufhebung der rechtlichen Vaterschaft überhaupt nicht angedacht und wäre dem Kindeswohl auch nicht zuträglich. Und ich muss Ihnen sagen, ich werde Ihren Antrag abweisen. Wieso das denn? Leni ist doch meine Tochter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, das ist eine krasse Fehlentscheidung, die Sie hier treffen. Gut, Herr Klose, wir regen uns überhaupt nicht auf. Das klären wir einfach in der zweiten Instanz. Ja, das ist ja Ihre freie Entscheidung. Ja, Gott sei Dank. Wir haben es jetzt alle gehört. Kannst du uns jetzt endlich mal zufrieden lassen? Frau Ahlers, auch wenn ich den Antrag abweise und Sie rechtlich... Das Recht haben Sie definitiv auf Ihrer Seite. Da brauchen wir beide jetzt überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Sollten Sie sich wirklich mal überlegen, ob Sie Ihren moralischen Standpunkt für diese Einstellung nicht ändern sollten. Was soll das denn heißen? Wir wollen nur, dass dieser Kerl nicht noch mehr Chaos in Lenis Leben bringt. Vielleicht können wir ja einfach jetzt, wo wir hier alle zusammen sind, die Gelegenheit nutzen und eine Erklärung abgeben, dass außergerichtlich ein Abstammungsgutachten eingeholt wird. Glauben Sie mir, ich kann Ihnen aus meiner langjährigen beruflichen Erfahrung sagen, dass an solchen Dingen schon Familien zerbrochen sind. Im Zweifelsfall fahren Sie mit der Wahrheit besser. Natürlich liegt mir was an Lenis Wohl. Sie ist doch mein Ein und Alles. Also es würde für Leni ein positives Signal sein, wenn Sie sich einigen könnten, Klarheit in die Angelegenheit zu bringen. Ich wäre auch bereit, das formal als Vergleich aufzusetzen. Gut, dann machen wir das. Ich bin nur einverstanden, wenn dann endlich Schluss ist. Torben, du musst mir versprechen, auch wenn du der biologische Vater sein solltest, dass du die Vaterschaft niemals für Leni beantragen wirst. Einverstanden, ja. Ich habe Janine deutlich angesehen, dass sie einsieht, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und Gott sei Dank hat sie jetzt den Test zugestimmt. Sie liebt ihre Tochter und musste im Endeffekt doch für ihr Wohl entscheiden. Don't you remember how I used to like being on the line? Nach der gerichtlichen Einigung hat die Anwältin sofort einen Termin im Institut für Rechtsmedizin vereinbart, wo eine Woche später die Genproben von Torben und Leni entnommen werden sollen. Doch Janine und ihre Tochter sind dort nicht erschienen. Silvia Beutler-Krovers unternimmt einen letzten Versuch, Janine umzustimmen. Hallo, Frau Ahlers. Weglaufen ist auch keine Lösung. Oh, hören Sie mal, ich habe mir das anders überlegt, ja? Wir wollen mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Wir waren uns einig, dass Leni die Wahrheit erfahren soll. Wir sind uns einig, dass Leni schon einen tollen Vater hat, ja? Und Torben nicht mehr braucht. Aber Torben ist der leibliche Vater. Wissen Sie, das, was Sie und die Richterin im Gericht gesagt haben, das hat mich ja wirklich überzeugt. Aber dann habe ich ganz gesehen, was die ganze Sache mit Bernd macht. Ja? Dem geht es total dreckig und er hat Angst, Leni zu verlieren. Der war von Anfang an von der Geburt für Sie da, ja? Und es gibt keinen besseren Papa für Leni als ihn. Ja, das mag wirklich sein. Da gebe ich Ihnen auch ganz bestimmt recht. Aber Tatsache ist, Sie sind hier nicht nur Ihrem Ehemann verpflichtet, sondern auch Ihrer Tochter. Mal ganz zu schweigen von Herrn Klose. Hören Sie mal, Leni geht es bestens, ja? Ihr fehlt es an nichts. Sie hat eine Mama und einen Papa, die sie beide über alles lieben, ja? Und Torben, ja, der hat niemandem gefehlt. Der ist jetzt aufgetaucht und tut das, was er schon immer getan hat, nämlich Chaos verbreiten. Wir wollen, dass er aus unserem Leben verschwindet. Ja, aber wer weiß, wie das alles gelaufen wäre, wenn Sie ihn nicht belogen hätten. Also letztendlich haben Sie es ja auch ein bisschen selber zu vertreten. Also wir haben unsere Entscheidung schon getroffen. Puh, Frau Ahlers, wir haben hier eine gerichtliche Vereinbarung, ja? Und die ist im Zweifel vollstreckbar. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Begriff was sagt, aber das heißt, man kann es zur Not auch gegen den Willen von jemandem durchsetzen. Wollen Sie mir jetzt drohen oder wie? Mitnichten. Ich möchte Ihnen nicht drohen, ich möchte Sie nur daran erinnern, dass Herr Klose hier wirklich darauf beharrt, dass Leni die Wahrheit erfährt. Zur Not kann das, wie ich gerade sagte, zwangsweise durchgesetzt werden. Das heißt, auch gegen Ihren Willen wird Leni abgeholt und diese Blutentnahme wird gemacht. Ja, ich habe ja wohl keine andere Wahl, oder? Nicht wirklich. Ja, gut, lassen Sie mich jetzt bitte weiterarbeiten. Gut, das heißt, Sie rufen an, machen den Termin und ich lasse mir das von denen bestätigen. Ja? Ja, schönen Tag noch. Danke gleichfalls, tschüss. Tschüss. Es ist wirklich schade, dass Frau Ahlers es als Drohung oder sogar Provokation empfindet, dass Herr Klose auf seinem Recht besteht. Schließlich geht es ja bloß darum, dass Leni so wenig wie möglich belastet wird. So close. Nach dem Besuch der Anwältin wird Janine klar, dass sie sich einem Vaterschaftstest nicht mehr entziehen kann. Die 30-Jährige fühlt sich von Torben unter Druck gesetzt und macht ihrem Ärger noch am gleichen Abend Luft.
Ja? Boah, du hast sie doch nicht mehr alle, du Spinner, ey. Janine, was ist denn los? Fahr doch mal runter, bitte. Du machst mein Leben kaputt, das ist los. Und dann schickst du mir auch noch deine Anwältin, die mich unter Druck setzt. Komm da bitte erstmal rein, müssen die Nachbarn erst mal kriegen, oder? Hier ist die Küche. Also, wovon redest du überhaupt? Willst du einen Kaffee? Ach, steck dir den sonst wohin. Oh. Was ist los? Mann, deine Anwältin hat mir gedroht, dass sie Leni notfalls abholen lässt, wenn ich sie nicht zum Termin für den Test bringe. Ja, aber mach mal langsam. Wir haben doch gemeinsam ausgemacht, dass wir diesen Test machen, oder? Und ihr seid doch nicht gekommen. Was meinst du, wie ich mich dabei gefühlt habe? Was soll das Ganze überhaupt? Du wolltest doch niemals Kinder und du kannst auch gar kein guter Vater sein. Oh, das ist aber hart jetzt. Ich war 18, als ich das gesagt habe, ja? Heute bin ich ein ganz anderer Mensch. Ich habe mit der ganzen Scheiße von früher nichts mehr zu tun. Bitte. Glaub dir kein Wort. Janine, es ist aber so. Ich habe jetzt einen festen Job als Security und baue mir ein neues Leben auf. Bitte glaub mir doch. Wenn du denkst, dass du mich damit beeindrucken kannst, dann irrst du dich gewaltig, mein Lieber, ja? Du willst wahrscheinlich nur Bernd und mich auseinanderbringen, weißt du? Dabei ist er so ein toller Vater. Janine, das ist lächerlich. Ich glaube dir, dass Bernd ein guter Vater ist. Ihr habt super Arbeit mit Leni geleistet und er hat bestimmt seinen Anteil dazu beigetragen. Aber ich will es für meine einzige Tochter da sein. Bitte, Janine, glaub mir doch, bitte. Sorry, das bist doch nicht du. So kenne ich dich nicht. Ich war ein dummer Teenager damals, weißt du? Ich habe mich total verändert. Für mich zählt nur noch Leni. Hätte ich damals schon gewusst, dass Leni da ist, dann hätte ich doch alles gemacht, um ein toller Vater zu sein. Bitte, Janine, glaub mir doch. Ich kann dir nicht glauben. Du warst früher ganz anders. Janine, bitte. Wir waren als Teenager alle anders. Bleib doch hier, lass doch drüber reden. Was soll denn das? Weißt du, ich gratuliere dir. Deine Anwältin und du, ihr habt gewonnen. Kannst echt stolz auf dich sein. Ach, bitte, Janine, bitte. Das ist echt nicht fair, wie sich jetzt Janine mir gegenüber verhält, aber... Ich kann sie auch verstehen. Ich war damals ein riesen Arschloch und im Endeffekt mache ich auch nur Sorgen um Leni. In Berlin will Torben Klose Gewissheit, ob er der Vater der 12-jährigen Leni Ahlers ist. Lenis Mutter Janine hat Torben vor 13 Jahren verlassen und sich nie wieder bei ihm gemeldet. Ein Gentest bestätigt Torbens Vaterschaft. Janine und ihr Ehemann Bernd fassen sich ein Herz und wollen nun auch endlich Leni die Wahrheit sagen. Es geht um den Bekannten, der neulich vor dem Haus stand. Du hattest dich ja kurz mit ihm unterhalten. Du meinst dein Freund von früher. Was ist mit dem? Also es ist so, der Mann heißt Torben und ich war früher mit ihm zusammen. Und er ist dein Vater. Was? Wieso sagst du das? Aber Papa ist doch mein richtiger Vater. Ja, natürlich. Und das werde ich auch immer bleiben. Aber Torben ist dein leiblicher Vater. Schatz, ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Ich habe dir nie die Wahrheit gesagt. Aber weißt du, wir drei, wir sind einfach so eine perfekte Familie für mich. Und Torben, der war einfach damals noch nicht reif genug, um eine Tochter zu haben. Soll das heißen, dass ihr mich angelogen habt? Ja, aber weißt du, ich habe das doch nur getan, weil ich wollte, dass du einen Papa hast, der dich lieb hat und der für dich da ist. Und das habe ich auch. Und das werde ich auch immer haben. Das ändert doch daran nichts. Klar ändert das was. Das ändert alles. Ich will überhaupt keinen neuen Vater. Warum habt ihr mir denn die Wahrheit gesagt? Schatz, ich will doch nur dein Bestes. Das musst du mir glauben, ehrlich. Dann wärst du besser ehrlich gewesen. Ihr seid so scheiße, lasst mich einfach in Ruhe. Leni! Sie muss das doch erstmal verdauen. Ja, du hast recht. Oh Gott, ich habe alles kaputt gemacht. Nein. Wer ist das denn jetzt? Oh, was willst du denn jetzt hier? Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Janine, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich wollte gern zu Leni. Weiß ihr schon? Sie hat das gerade erfahren und sie ist total fertig. Das glaube ich, das arme Mädchen. Kann ich sie bitte sehen? Auf keinen Fall, sie braucht jetzt ihre Ruhe. Okay, verstehe. Könntest du mir trotzdem einen Gefallen tun? Könntest du das von mir geben? Sie hatte ja vor kurzem Geburtstag. Ich weiß, ich bin etwas spät dran, aber... Ja, ist gut. Das ist meine alte Gitarre, an der habe ich gelernt zu spielen. Und bitte, gib sie ihr. Vielleicht will sie damit üben, ja? Ja, ist okay. Richte ihr bitte liebe Grüße aus, okay? Oh Mann, die arme Leni. Ich wäre jetzt so gern für sie da, aber... Ich lasse sie erst mal in Ruhe und hoffe, dass sie von alleine Lust bekommt, mich zu sehen. Nach dem ersten Schock hat Leni sich dazu entschlossen, ihren leiblichen Vater kennenzulernen. Janine und Bernd haben sich schweren Herzens dazu durchgerungen, der 12-Jährigen diesen Wunsch zu erfüllen. Schon zwei Tage später findet das erste Treffen statt. Torben hat für alle Fälle seine Anwältin dabei. So, Leni. Hier ist ein richtiger Papa. Hi, Leni.
Hi. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, dich endlich kennenzulernen. Ich mich auch. Aber alles gerade ein bisschen komisch für dich, was? Kann ich mir gut vorstellen. Soll ich dir mal mein Zimmer zeigen? Sehr gerne, würde ich gerne. Wollen wir nicht mit Torben das Spiel hier zu Ende spielen? Was hältst du davon? Also ich würde dein Zimmer sehr gerne sehen, wollen wir? Ja. Okay, ich warte dann hier unten einfach, ja? Ja? Okay. Bis später. Oh Mann, ey, ich bin ganz schön aufgeregt. Bist du auch so nervös wie ich? Ja, sehr sogar. Auf der ganzen Fahrt habe ich mich schon gefreut, dir dein Zimmer zu sehen. Ja, ich habe mich auch endlich gefreut, dich kennenzulernen. Ah, hier ist dein Zimmer? Ja, das ist es. Ah. Hier. Wow. Du hast aber gemütlich hier. Danke. Sehr cool. Die ganzen Poster und Plakate erinnern mich an meine Jugendzeit. Hatte ich auch in meinem Jugendraum. Welche hattest du denn? Ja, Manowar hatte ich. Nirvana hatte ich natürlich auch bei mir. Nirvana? Ja. Das ist meine absolute Lieblingsband. Ich liebe sie über alles. Finde ich auch cool. Guck mal, ich habe uns auch Muffins mitgebracht. Hast du Lust, welche mit mir zu essen? Ja, klar. Was möchtest du denn? Schoko oder Vanille? Schoko. Schoko? Ja, ist auch mein Lieblingsgeschmack. Bitte schön. Danke. Okay. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin auch ein leidenschaftlicher Gitarrenspieler. Ich habe auch eine Marotte. Schau mal. Ich habe immer dieses Black dabei. Guck mal, willst du mal sehen? Wow. Das ist ja cool. Kannst du gerne behalten, schenke ich dir. Danke. Spielst du eigentlich häufig? Ja, ich habe früher gerne Keyboard gespielt. Aber jetzt spiele ich das nicht mehr so oft, weil es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Stattdessen spiele ich jetzt viel lieber Gitarre, weil es macht auch viel mehr Spaß. Aber das Problem ist, dass hier meine Seite fehlt oder dass eine hier kaputt ist. Oder ah, okay, so. Zeig mal her. Ah, sicher, okay. Mal gucken, vielleicht kann ich sie da reparieren. Wie? Und dann, mal schauen, ich glaube, ich krieg die hin, ich kann die reparieren. Hast du mal mit meiner probiert, ein bisschen zu üben? Wie mit deiner? Nicht so wichtig. Ich habe mir gerade überlegt, ich könnte dir mal meine Gitarre ausleihen, dann kannst du ein bisschen üben damit. Oh ja, das wäre ja? Richtig cool. Denke ich. Ja? Hallo. Hi. ja, ich wollte eigentlich fragen, ob ich mich verabschieden kann, ob sie mich noch brauchen. Läuft alles super. Ne? Vielen Dank nochmal für alles. Okay, alles klar. Und ich melde mich dann bei Ihnen. Dann hören wir uns, ja? Dankeschön. Okay. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch. Ja, danke. Ja, danke. Soweit ich das beurteilen kann, verläuft das Treffen super. Leni wirkte gefasst und auch sehr gespannt auf ihren Vater. Also, es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum ihr dieser Umgang nicht guttun sollte.